Beim Probenwechsel holen wir die Probe dann aus der Sonde raus. Hier haben wir mal eine Probe. Das Ganze besteht dann aus drei Teilen, einem Probenhalter, einem Probenschlitten und hier unten noch das Shuttle. Wir können das ganze Shuttle hier abheben, immer schön zumachen, damit da nicht irgendwie Staub reinkommt, und tragen den hier rüber und können dann den Schlitten hier von oben wegnehmen. Dann können wir eine neue Probe raufbauen, dann macht man die zwei Schrauben weg, macht eine neue Probe drauf und so weiter. Und dann kann man diesen gesamten Halter nehmen und wir haben hier drüben einen Scanner und darauf können wir den gesamten Halter drauflegen, einmal umgekehrt. Und können ihn dann einscannen. Und dann haben wir hier oben, wie man sieht, ist das genau das hier. Dann haben wir hier oben auf dem Rechner den Probenhalter eingescannt, haben erstmal eine schöne Dokumentation und können darauf dann auch Punkte anfahren. Wenn wir das gemacht haben, tragen wir das Ganze zurück, wärmen das hier an diese Wärmelampe ein bisschen auf, das Ganze. Es soll immer ein bisschen warm, die Sonne kommen, also kommen wieder auf diesen Shuttle drauf und so weiter. Und dann nehmen wir den Halter mit, das ist mal gerade da, das ist nur zum Zeigen. Und dann gibt es hier einmal Stickstoff zum Abpusten. Und mit diesem Stickstoff kann man dann den Halter sauber machen, macht die Probenkammer ein bisschen sauber und macht vor allem den Hahn wieder zu. Und dann stellt man alles hier in die Sonde rein, macht wieder einen Probenwechsel und dann kann man anfangen zu messen. Und ich habe jetzt hier mal eine Probe eingebaut und ein paar Operationen vollführt. Und was wir dann machen, ist, wir schieben diese Probe, indem wir hier vorne anfassen, einmal rein, drehen das Ganze, das Piepsen ist normal, ziehen das wieder raus und können das hier dann runterklappen. Sieht dann so aus.